Weil das wahrscheinlich hier, das ist in 1A und das ist in 1B, sowas in der Richtung. Oh, schön. Schön, 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 schön. Das kann man bestimmt auch gut nutzen. Mit den Türen zum richtigen Zeitpunkt zu machen und dergleichen. Dann kriegen wir die Türen jetzt auf. So, ja, die Tür mit dem Schlüssel da, Schlüsselloch da. Aber die andere, ja. Da. 21, 22, 23, 24, gut. Aha, jetzt sind wir hier gefangen. Naja, außer wir springen runter, das ist okay. Bücherei. Secret? Also, dafür könnte man die Halterung ganz gut benutzen. Das sind nur drei Halterungen, oder? Oh, warte. Da ist was. Ja. Ja, ja, ja. Hm? Ist das der Weg zurück? Nee, ist nicht der Weg zurück. Ah, das ist die Tür, die wir nicht öffnen könnten. Okay, stopp. Die Fallgrube. Oh, arme Ashlyn. Arme, arme Ashlyn. Die Stimmen in deinem Kopf, die dir sagen, spring da runter. Und du kannst nicht Nein sagen. Also ja, man hätte, als sie da runtergeplumpst ist, sich merken müssen, wo sie gelandet ist. Also es könnte gut sein, dass sie hier gelandet ist. Ich glaube, dass sie da gelandet ist. Sagen wir mal, sie ist aber trotzdem hier gelandet. Dann könnte man sagen, 1, 2, 3 Felder rechts und 1 hoch. Wer? 1, 2, 3 rechts und ein hoch. Das heißt, dann würde sie da landen. Wenn sie jetzt aber doch da gelandet ist, wäre das dann 1, 2, 3 und ein hoch und dann würde man hier in einem anderen Bereich landen. Das heißt, sie muss jetzt leider testen. Aber das kann sie auf dem Rückweg machen. Erstmal öffnet sie hier den Weg, damit man schneller wieder hier hinkommt. So, und jetzt springt sie da runter. Und es war richtig. Also die Fallgrube. Grube. A. A. B. B. Okay. Kein taktisches Runterspringen mehr notwendig für die arme Frau. So, was ist denn eigentlich hier in dem Raum? Außer irgendwo runterhüpfen. Da ist was zu holen. Mit einem Skelett davor. Da wird also was passieren. Die Fackeln haben wir nicht wirklich gebraucht. Also nehmen sie wieder raus. Da in der Richtung sind wir noch Spinnen. Habgier kann gefährlich sein, wenn du nicht vorbereitet bist. Oh, mit Gier kennen wir uns aus, Mashlin. Okay, du nicht unbedingt, aber ein paar der anderen Stimmen. So, Markus, Tirik, Talana, wenn es um arkane Sachen angeht, Gwendolyn. sind doch schon recht diebisch angehaucht, recht viele der Stimmen. Keine Ahnung, wie das kommt. So, okay, also wir nehmen das und laufen einfach Richtung Tür. Oh. Oh. Eingelaufen drin. Was passiert, wenn du da jetzt... Nein. Ich will gucken, ob ich Spinnen runterfallen lassen kann. Oh, ich glaube, das funktioniert bei Spinnen nicht. Ja? Chip, 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 chip. Okay, komm. Ja.
Ja, ich will den Feuerpfeil sprechen. Oh oh. Ja. Komm. Okay, einer ist tot. Bringt irgendwie mehr Erfahrungspunkte als die anderen. Bist du eine größere Spinne? Oder einfach nur, weil auf dieser Etage wir noch keine Spinnen getötet haben. Das kann natürlich auch sein. So viel zum Ausprobieren. Dann noch 127. Eine Sackgasse manövriert. Oh, was war das für ein komischer schwarzer Stein? Und die Habgier hat sich super bezahlt gemacht. Ganz viel Erfahrung und Blut und überhaupt. So. Und ein Goldschlüssel. So, was wir jetzt machen können, was wir wahrscheinlich machen sollten, ist mit dem Goldschlüssel abhauen. Hebel. Oh. Mit dem Goldschlüssel abhauen und ihn woanders benutzen, nicht hier im Tempel. Weil ich glaube, es gab in den Bergen auch für einen Goldschlüssel was. Können wir hier hin und her wechseln irgendwie? Nee. Ha. So. Wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Hier braucht man aber keinen Goldschlüssel, oder? Hier braucht man Kupferschlüssel. Kupfer. Und im Süden? Da haben wir einfach noch gar nicht. Aber hier ist irgendwo da ein Teleporter. Hier ist irgendwas untotes Zombie-mäßiges. Erst kurz die andere Ecke noch. Angucken. Was haben wir da Schönes? Eine schützende Halskette plus zwei Konstitutionen und ein Leinenharnisch. Ja, mehrere Schichten Leinen schützen ja auch ganz gut. Das wird auf jeden Fall besser sein als so ein getragener Harnisch mit 4. Du hast 5. Und bist nicht ganz so krankheitsanfällig. Hm? Das versiffte Ding da krabbelt bestimmt schon Zeug drin rum. So, plus 2 Con oder plus 1 Bewegung. Eher Con. So. Leider immer noch keine Bücher, die wir mitnehmen können. Auch wenn Ashton jetzt nicht wirklich viel liest, aber oh. Das ist auffällig, ne? Ja, halbwegs. Hm. Oh. Oh, warte. Leise. Auch mit erhobenem Finger und geducktem Kopf kann ich nichts hören. Und das will schon was heißen. Ich dachte kurzfristig, dass wenn man es gedrückt, dass ein paar Sekunden später es nochmal klickt. Also irgendein Mechanismus ausgelöst wird, aber nach ein paar Sekunden wieder zurückgängig gemacht wird. Wir haben das Ding also zweimal gedrückt, ne? Jetzt drücken wir es ein drittes Mal. Also es ist jetzt aktiv, was auch immer es ist. Also nicht in dem Zustand, den wir es vorgefunden haben. Hui! Secret! Eispfeil, Truhenschlüssel, Kupfermünzen. Also es gibt keinen großen Hinweis auf dem Bildschirm mit Secret, aber die Musik müsste gerade eine Secret-Musik gewesen sein. Jetzt, du bist Teleporter. C.
Pilze? Einfach mal reinstecken und machen. Wie Abenteurer sowas tun. Wir haben unsere Hebel. Hebel ist kaputt. Du kannst ihn nicht aktivieren. Ja. Entweder haben wir irgendwo einen Hebel übersehen. Oder es gibt irgendwo... Ja, warte, wir haben ihn übersehen, weil er auf dem Boden liegt oder ähnliches. Oder es gibt irgendwo noch einen Gegner, den wir töten können, der einen davon hat. Wobei ich jetzt nicht wüsste, wo. Oder wir können die Hebel wieder... Nein. Die Hebel wieder rausrupfen und wir müssen halt rausfinden, welche zwei von den dreien wir denn nun aktivieren sollen. Aber nee, wenn sie einmal drin sind, sind sie drin. Es gibt irgendwo einen dritten Hebel. Hä? Oh. Moment. Was ist da gerade passiert? War das ein Secret? War eine Leiche auf dem Boden, die ich übersehen habe? Nee, das ist gefunkelt. Sachen gibt's. Okay, wir haben einen Kupferschlüssel. Also mit dem Kupferschlüssel können wir jetzt zurück hier in den Bereich und hier eine Tür öffnen. Und da ist dann hoffentlich entweder direkten Hebel oder... Ja, genau hier. Direkten Hebel oder ein Gegner mit dem Hebel. Mal ausprobieren. Dem Feuerfall. Chuck. Wir müssen hier es auswählen und dann hier zaubern. Wird nicht so viel machen, weil er schon halt nicht die hellste ist. Aber wenn wir mal irgendwo nicht rankommen und keine Pfeile verschwenden wollen, weil wir jetzt noch keine Fernkampfwaffe haben, dann wird es nicht schaden. Wobei jetzt mit dem ganzen Runterfallen vielleicht die Heilung doch die bessere Wahl gewesen wäre. So, was haben wir da? Geringer Trank des Gegengiftes. Effekt 2 Sekunden weniger. Das können wir nochmal ausrüsten. Du ausrüsten. Ist da, okay. Da waren noch Fackeln an den Wänden, die könnten wir mitnehmen. Aber irgendwie sammeln sich die Fackeln so sehr. Kosten aber 48, wenn wir sie kaufen würden. Also ja, nehmen wir gleich mal mit. Oh, okay. Das war nicht geplant, du solltest uns folgen, damit wir hier Tom und Jerry mäßig im Kreis laufen können. Das war der Plan, Spinne. Kannst du, oh, schon wieder. Kluges Ding hier. So, wo ist Fackel Nummer 2? Da ist Fackel Nummer 2. Mitnehmen. Stampf, 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 stampf. Oh. Okay, warte. Die kannst du wieder haben. Langsam habe ich dich raus. Die hier flankieren lieber. Die gehen nicht auf dem direkten Weg, wenn sie die Wahl haben. Wir versuchen eher von hinten zu kommen. Stufenaufstieg. Oh, es gibt jede Stufe eine Fertigkeit. Sehr gut. Okay, dann hätten wir ganz gerne Konstitution. Eine gute Konstitution zu starten garantiert deinem Helden mehr Lebenspunkte pro Stufe. Ey.
21. Ich gehe mal jetzt bei Konstitution weiter, dass wir auf 25 kommen. Wenn wir 25 haben, dann sollte es auch langsam erreichen. Und dann kriegen wir passiv jeden Level Up mehr HP dazu. Und danach können wir auf Stärke gehen, damit wir hier den nächsten 21er Boost bekommen. So, das Ding könnte man nochmal steigern. Ich bin auch sehr stark versucht, das zu tun. Also machen wir das einfach verbessern. So. Leider ist weniger Schaden. Du kannst einen zweiten Angriff ausüben mit Prozent Effizienz. Schaden ist um Prozent reduziert. Du musst 15 Punkte im Baum haben, um diese Fertigkeit freischalten. 15 Punkte? Es scheint also sehr viele Level zu geben. Hm? Wenn du ein komplettes Set aus schwerer Rüstung trägst, erhöht das deine Rüstung um x Prozent. Federrucksack, du wirst stärker. Du kannst mehr Ausrüstung tragen. Ja. Ja, mehr Auswahl durch mehr Fertigkeitspunkte ist immer gut. Ah, da geht's weiter, okay. Und ja, ich überprüfe jedes Bücherregal. Das könnte irgendwo mal ein... Na, wobei, die werden alle ähnlich aussehen. Sah halt ein wenig ungewöhnlich aus, weil ich... Nee, das passt so ganz gut. Ist auch mittig und auch so ein Knubbel genauso wie da. Da geht's runter. Aber der Hebel ist auf der anderen Seite. Das heißt, es ist jetzt ein... Oh. Nein. Nein, 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 nein. So nicht. Erstmal muss ich immer die Knochen brechen. Jo. Was macht da so Geräusche? Das sind zwei. Okay, von links kommt der andere gleich. Dann bleiben wir hier. Halten drauf. Ist weg. Glaube ich noch einen. Ja. Yep. Aha, es wird doch langsam schon spannender. Wo ist Nummer 2 hin? Da ist Nummer 2. Überladen ist jetzt gerade jetzt nicht gut. Tu mal irgendwas in Quickbar. Ausrüsten. Kann schneller gehen. Oh, hi. Nein. Erstmal noch langsam. Ja, 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 wenn wir beladen sind, können wir auch gleich richtig beladen sein. Also, das waren ein paar extra Gegner. Eispfeil lernen, sparen wir ein Gewicht und schon können wir uns wieder schnell bewegen, okay. Mist. Ich habe jetzt nicht notiert, wo sie runtergefallen ist. Tut mir leid, ey, drüben. Feuerstab. Feuerzauber plus 6%. Und Schaden 16 bis 23. 17 bis 23. Ja, das ist mehr als doppelt so stark. Hat aber wahrscheinlich auch eine Abklingzeit entsprechend. Hm? Ja, dreimal so hohe Abklingzeit. Kannst du trotzdem mal so testweise in die Hand nehmen und gucken, wie es sich damit kämpft. Wow, ja, okay.
wirf mal Stein weg, ja. Nicht besser, ne? Immer noch langsam. Ja, immer noch langsam. Leben plus 10, Leben plus 25. Ja, okay. Und auch das hier hätten wir alle... Oh, okay. Alles verpasst, wenn wir nicht runtergefallen. Und das ist jetzt das Ding, was wir von der anderen Seite öffnen können. Ja, okay. So. Schön, schön, schön. Und zurück zu dem Ding. Und diesmal legen wir einfach irgendwas drauf. Wie unseren letzten Stein zum Beispiel.